Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute, ich bin sehr, sehr motiviert, ein neues Projekt zu starten. Und zwar habe ich eventuell in dem Video davor, je nachdem wann das hier jetzt online kommt, schon erwähnt, dass ich gerne Russisch lernen möchte. Und ich habe jetzt tatsächlich die Möglichkeit, 6 Wochen lang, glaube ich, ich habe gar nicht nachgezählt, ich könnte eigentlich mal eben im Kalender nachgucken. Also ich habe festgestellt, es sind sogar 7 Wochen. Ich habe 7 Wochen Zeit. Also nicht 7 Wochen komplett nichts zu tun oder so. Ich habe schon Termine, aber ich habe 7 Wochen Zeit, mir am Tag eine gewisse Menge Zeit zu nehmen, um Russisch zu lernen. Und ich möchte das gerne, also ich möchte gerne testen oder probieren, dass selbstständig zu machen, also über so eine Online-Plattform, was auch immer, wo man halt die Möglichkeit hat, da Sprachen selbst zu Hause oder wo auch immer zu lernen. Und ich habe mir noch keine ausgesucht, ich habe mich auch noch nicht angemeldet. Mal gucken, es gibt da ja bestimmt auch so Seiten, wo man erstmal den ersten Monat kostenlos oder so machen kann. Keine Ahnung, ihr kommt jetzt bei mir komplett mit, die ganze Reise, ich nehme euch hoffentlich auch dann die ganzen 7 Wochen mit. Keine Sorge, das wird kein langes Video, das werden nicht tausende Videos oder so. Es geht halt wirklich um meine Entwicklung, um die auch für mich selbst ein bisschen zu dokumentieren. Ich bin super gespannt und ich hoffe natürlich, dass ich danach besser oder überhaupt Russisch sprechen kann, weil ich kann ein paar Wörter, die mir aber, wenn ich sie sagen muss oder wenn ich was sagen soll, gar nicht einfallen. Aber ich würde es einfach gerne können, überhaupt. Und als erstes suche ich mir jetzt meine Seite. Wenn ich die gefunden habe, dann nehme ich euch auch hier ein bisschen mit, Bildschirmübertragung und sowas. Ich habe mir heute auch ganz professionell hier mit Licht und was auch immer alles aufgebaut. Und ich bin super motiviert. Ich hätte gern schon vor 2 Stunden angefangen. Genau, dann viel Spaß mit dem Video. Ich habe jetzt für euch, also ich starte jetzt einfach mal meine Bildschirmaufnahme, die Online-Seite, das ist jetzt auch keine Werbung oder so, ist nichts bezahlt, Babbel gefunden, mit der ich auch eigentlich gerechnet habe, weil es gibt zwar noch ein paar andere, meiner Meinung nach, die ich jetzt aber spontan sofort nicht entdeckt habe. Und hier steht, starte deinen Schnupperkurs, lerne Russisch kostenlos. So, wählen wir mal aus. Russisch. Wie heißt du? Bitte wähle ein Passwort. Das war meine Bestätigungs-E-Mail. So. Okay. Das ist jetzt alles schon mal sehr komplex, oder? Also 12 Lektionen im Einsteigerkurs 1. Mit den Grundlagen beginnen. Was ist dein Sprachlevel zum Test? Ich kann auch kein Russisch. Darf ich dann den Test nicht machen? Okay. Für dich ist Einsteigerkurs 1 genau das Richtige. Bereit, los geht's. Ah, das geht so runterwärts. Tja. Ach, keine Ahnung. Ich fange einfach an. Kann nur gut werden. Da. Da. Нет. Нет. Das kann ich sogar. Там. Там. Also noch habe ich mir nicht die Zunge gebrochen. Кто? Кто? Там. Heißt dort. Нет. Heißt nein. Кто? Heißt wer? Da. Heißt ja. Ich bin sehr gut. Da. Wie ordnen? Ah, okay. Also das große H, ne, ist ein N. Wird auch wie N ausgesprochen. Und ich schreibe auf der Tastatur auch ein N. Ist das jetzt verwirrend? Da. Da heißt ja, okay. Das ist ein bisschen wie Babysprache. Thema.
Wie, was? Thema heißt Thema. Wieso ist das so einfach? Und Kakao heißt Kakao. Ich kann Russisch. So, was war das jetzt? Das war jetzt der Test, der Schnupperkurs, oder was? Ach so, und jetzt kann ich schon mir was buchen, oder wie sieht das aus? Mir macht das voll Spaß, ne? Weil ich es freiwillig mache. I. I war... Ich brauche einen Eselsbrücke. I war und. Wodka. Aha. Schön, dass ich in meiner zweiten Lektion Wodka lerne. Der Buchstabe... Ich sage N, weil das ist doch... Ist das ein verkehrt rumes N? Oder wenn man es umdreht, sieht es immer noch so aus. Seine Aussprache erinnert an das kurze I, etwa wie bei Tisch. Aber er liegt noch weiter hinten in der Kehle. Na super, wo soll ich mir den dann herholen? So, jetzt mal ein kleines Fazit. Zum einen ist meine rechte Hand ungefähr eiskalt. von dem ganzen Tippen und so. Und ich habe mich so konzentriert. Nein, und also ich habe jetzt, glaube ich, 40 Minuten tatsächlich 3 Lektionen gemacht. Die Zeit vergeht ultra schnell. Aber die letzte Lektion war für mich ein bisschen schwer. Das sind diese wir, ihr, sie Personalpronomen, glaube ich. Ich hasse das in jeder Sprache. Außer im Deutschen, da beherrsche ich es zum Glück von selbst. Aber das ist mir echt schwer gefallen. Und ich weiß nicht, kann man hier was wiederholen? Ja, man kann hier so eine tägliche Herausforderung teste dich selbst und finde heraus, an wie viele Vokabeln du dich aus deinen letzten Lektionen noch erinnerst. Ich glaube, das macht mehr Sinn ab morgen. Und ja, wie gesagt, 3 Lektionen habe ich jetzt im Kurs 1. Ich werde morgen weitermachen, wieder mit 9 Lektionen. Und dann auch so ein Wortschatztraining, so eine tägliche Herausforderung machen. Und dann gucke ich morgen, an wie viel ich mich von heute erinnere. Und es war nicht so schwer, aber es ist halt echt so eine Hirnverwirrung mit den Buchstaben, mit den anderen. Weshalb mir die letzte Lektion so schwer gefallen ist. Also ich habe 2 oder 3 Mal sozusagen mit da Fehler ausbügeln gegangen, um Sachen nochmal zu machen, die ich auf dem ersten Versuch nicht so hingekriegt habe, weil ich mir das mit den Buchstaben nicht so gut merke. Also die Aussprache schon, aber durch die Buchstaben ist in meinem Kopf noch nicht so zu dem Wort dann das Bild, weil ich mir das Aussehen der Buchstaben an sich nicht so merke. Ja, ihr seht jetzt schon hier gleich eingeblendet beim Thema Wortschatz, wo ich gestern gesagt habe, dass ich da heute als erstes machen möchte. Das wird mir auch vorgeschlagen. Erst lernen, dann wiederholen. Hier oben ist auch ein blauer Punkt bei Wortschatz und hier rechts seht ihr auch den blauen Punkt. Der wird dann hier wahrscheinlich irgendwie... hier wird der dann eingetragen, wenn ich das gemacht habe. Gestern habe ich ja nur Lektionen gemacht, da fehlt der Wortschatzpunkt, aber ich hatte da ja noch nichts zum Wiederholen. Und ich gucke kurz auf die Uhr, es ist eine Stunde früher als gestern. Ich mache jetzt erstmal Wortschatz. Вы Анна Ивановна? Was? Radio. Oh, war das gerade ein gerolltes R? Nach diesem PO oder was das auch immer ist. Bekommen Nomen eine andere Endung. Ach, das ist bestimmt hier wegen den hier 47. Fall und sowas. Der Buchstabe... Dieser seltsame Buchstabe. Dort ist Russland. Dort? Stimmt das mit der Himmelsrichtung? Zeige ich gerade nach Russland? Das wäre lustig. Glaube ich. Oder? Wir haben herausgefunden, wie unser Haus steht. Ich bin mir nicht sicher. Andreas ist Germanie. Der Andreas aus Deutschland ist ein bärtiger Wanderer. Also so klischeehaft. So, du hast Einsteigerkurs 1 abgeschlossen. Zertifikat herunterladen. Nö, wisst ihr was? Ich druck mir das aus und dann zeige ich euch das. Das finde ich gerade sehr lustig. Also einmal drucken. Ach schön. Seht ihr mein Zertifikat?
ich auch nicht. Da kommt's. Dieser Drucker, der macht die ganze Zeit immer irgendwelche Flecken aufs Papier. Oh Mann, mein schönes Zertifikat. Also, das ist mein Zertifikat und hier sind die Flecken. Sehr schön. Ah, hier fehlt auch alles so in... Hier sind so hellblaue Haken eigentlich gewesen. Dann muss ich mal die Patrone wechseln. Aber nicht jetzt. Jetzt wird keine Patrone gewechselt. Jetzt wird noch die erste Lektion im Kurs 2 gemacht.